Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe gerade, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen, guckt euch das an. Habe ich ja nicht gesehen. Den habe ich gerade ausgepackt, das ist ein Geschenk. Nochmal fettes Dankeschön. Dafür, der sieht richtig scharf aus, auch mit dem Blau und den ganzen Icons hier drauf und so. Den gucken wir uns gleich genauer an. Wie gesagt, der ist noch original verpackt, hier seht ihr das. Also kein runterneuerter oder gebraucht oder irgendwas dergleichen. Aber der muss bei Amazon irgendwo falsch gestanden haben. Ist so richtig hart, was hier drauf ist. Muss irgendwas ausgelaufen sein. Im Paket habe ich nichts gesehen. Ich habe es ja gerade auseinandergemacht, das Paket, und zum Papier gepackt. Da war jedenfalls keine Flüssigkeit drin. Das muss bei Amazon gewesen passiert sein. Jetzt müssen wir das aber erstmal hier vernünftig. Ach, ich mache das jetzt einfach so vorsichtig hier. So. Da ist nichts weiter drin. Könnt ihr ja sehen. Leer. Die Flüssigkeit ist ein bisschen durchgekommen da unten. Aber nur hier auf der Seite, wo so viel ist. So. Obligatorische Blabla. Brauchen wir nicht. Wir wissen, wie wir unseren Controller anschließen und anklemmen. Dann haben wir den Controller. Und wieder kein USB-C-Kabel zum Laden mit bei. Das wird ja jetzt alles immer wegrationalisiert und gespart. Auf eine Art gut, auf der anderen Art nicht so gut. Für die Leute, die halt noch ein USB-C-Kabel brauchen. Aber eigentlich sollte in jedem Haus halt mittlerweile USB-C sein, da Apple ja auch schon auf USB-C ist. So. Der sieht richtig scharf aus. Auch die Tasten hier durchsichtig mit Blau, hier auch und Grau. Oh, selbst hier hinten. Take the high ground. Ich hoffe, ihr könntet halt vernünftig sehen. Ich mach mal näher. So. Das ist auch ein geiles Gimmick. Hinten ist halt nicht glatt, das ist halt so rau, wie halt der normale Controller ist. Vorne ist glatt. Aber die Aufkleber sind auch nicht überstehend oder so. Das ist von, oder Aufkleber, die Lackierung. Das ist alles sehr glatt. Liegt natürlich richtig geil in der Hand. Und viel leiser als mein normaler Controller. Weil der ist ja, habt ihr ja vielleicht in der letzten Zeit mitgekriegt, dass der schon ziemlich laut ist. Ah, hier oben, guck mal hier, das ist so ja Klavierlack, das Stück hier und das Stück. Also nur hier oben, die beiden. Also hier fängt schon an, matt zu sein. Hier auch, hier ist rau dann halt matt. Das ist matt. Das ist schwarz, aber hier die beiden Stellen hier oben, die sind Klavierlack. Ich hoffe, ihr könntet vernünftig erkennen. Sieht schön aus, ein schönes Gimmick. Oh, mit dem blauen Licht kommt er geil, oder? Tasten sind auch ganz gut. Viel leiser als bei meinem weißen. Ja, den weißen muss ich jetzt aussortieren. Der geht so nicht mehr. Den werde ich morgen gleich nehmen, wenn wir die alte Fortnite-Karte wieder spielen. Weil morgen am Samstag spiele ich ja mit Matthias Fortnite. Weil die alte Karte ja wieder da ist. Meine Lieblingskarte mit dem Camp im Wald. Für kurze Zeit. Und da werde ich den dann auf jeden Fall gleich mal
nutzen. Ich werde den jetzt gleich mal anschließen an die PlayStation und ein Update machen. Ja, ihr müsst den, um den anzumelden, müsst ihr den erstmal mit einem USB-C-Kabel mit der PlayStation verbinden und dann hält die PlayStation-Taste und dann wird er auf der PlayStation registriert. Ja? Updates sollten dann gleich kommen, wenn nicht und die später kommen, die gehen ja jetzt auch per Funk, also per Wireless sozusagen, da muss der Controller nicht mehr mit einem USB-C-Kabel an der PlayStation dran sein. Und an der neuen PlayStation, wenn er den an der neuen PlayStation machen wollt, einfach USB-C-Kabel da rein und an der PlayStation. Ihr könnt den auch resetten, wenn ihr Probleme habt. Hier hinten. Warte, kann man das erkennen, das Löchlein da? Ja, das ist der Reset-Knopf. Ihr könnt dort resetten. Wenn ihr den Controller, ihr könnt euch den natürlich auch holen, zum Beispiel für Fire TV. Wenn ihr da mit Luna zum Beispiel Fortnite spielen wollt und ihr einen vernünftigen Controller haben wollt, könnte ich euch den auch empfehlen. Dafür müsst ihr, jetzt muss ich mal überlegen, wie waren das, die drei Knöpfe, glaube ich, gleichzeitig drücken. So, und dann blinkt es so, seht ihr das? Und dann ist der Bluetooth-Mode an und dann könnt ihr das mit eurem Fire TV, mit eurem Fernseher, also zum Beispiel die Xbox-App, ja, auf dem TV, da könnt ihr dann einfach das mit dem Controller dann mit dem Fernseher verbinden und habt die Xbox-App und spielt dann halt die Spiele mit einem PlayStation-Controller. Ist möglich. Oder Fire TV, Fire TV, wie gesagt, bei Luna oder anderen Spiele-Apps. Ihr könnt es dann auch für normale Spiele nehmen, außerhalb von Luna. Ja, meldet das ja auf dem Fire TV direkt an. Oder auf dem Nvidia Shield oder sonst irgendwo könnt ihr den dann einfach ganz normal so dann verbinden. So, jetzt machen wir mal wieder so. Jetzt sucht er natürlich eine Konsole, der ist nirgendwo registriert. Also, das weiß er natürlich, dass er nirgendwo registriert ist und geht dann halt schnell wieder aus. Ja, normalerweise bleibt er dann ein bisschen was länger an. Wenn man den an irgendeine Konsole angemeldet hat, dann blinkt der schon länger und sucht die Konsole. Aber ist ein sehr schöner Controller. Der sieht sehr, sehr schick aus. Der hat was. Definitiv hat der was. Wir können ja mal auf die Details eingehen. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier den Fisch. Den kennen ja viele noch. Dann halt, wie gesagt, die Banane, die immer wieder auftaucht. In Gold, in Nicht-Gold, halbnackt oder als Skelett mit drunter oder so. Bei Halloween. Und dann haben wir hier verschiedene Icons von verschiedenen OG-Skins. Hier zum Beispiel der Bär. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig erkennen. Der Bär, die Katze, hier wieder ein Totenkopf, hier wieder der Bär. Hier auch wieder ein Totenkopf. Ich finde das mit der Krone hier auch ganz schick gelöst da in der Mitte. Also der hat was. Der sieht wirklich, wirklich, richtig, richtig geil aus. Ist echt der Hingucker. Muss ich sagen. Ach, hier steht auch GG. Da. GG in dunkelblau. Und hier haben wir so eine Wolke. Boah, ich bin ein bisschen gehypt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass es einen Fortnite-Controller gibt in der Limited Edition. Und vor allen Dingen so ein schön blau. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ich bin sehr happy. Ich freue mich sehr. Nochmal ein ganz, ganz, ganz liebes Dankeschön an diejenige Person, die mir das geschenkt hat. Ganz liebe Grüße. Und nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön. Ich bin sehr hyped. Ich finde den sehr geil. Ja. Und dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Und wir. Entschuldigung. Mir geht es nicht so gut gerade. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.